Hallo und willkommen zurück bei sehr niveauvoller Unterhaltung. Wir werden jetzt einen Namen rülpsen. Also zum Glück muss ich das nicht tun, das wird Sedwick übernehmen. Und es fängt an mit dem L. Und ich versuche natürlich Lukos Namen zu rülpsen, in der Hoffnung, dass ihm das irgendwie super gefällt. Bisher ist er nämlich noch schrecklich gelangweilt. Und der letzte Buchstabe. Der Buchstabe X. X. Moment mal. Hey, das war ja mein Name. Ich bin wirklich gerührt. Sedwick, ab sofort bist du einer von uns. Du bist auf alle Ewigkeit mein persönlicher Clown. Hurra. Oh je, was habe ich nur getan? Tja, du hast dich auf die Seite des Bösen geschlagen. Und da gehörst du hin, du Weltenzerstörer. Jetzt können wir uns aber, glaube ich, recht frei bewegen. So viel Spielraum haben wir wohl aber nicht. Nein, ich weigere mich, mit dem Ding zu fliegen. Aber das Ding hat eine Satteltasche. Da waren Bomben in den Satteltaschen. Die könnten noch nützlich werden. Was treibst du da? Bleib von den Flugtieren fern! Ist ja schon gut. Ich gehe dann mal wieder. Schläuche. Guck die dir mal an. Wozu dienen wohl diese merkwürdigen Rohre? Luko scheint sich an ihn angeschlossen zu haben. Da lässt sich doch bestimmt Dinges machen. Kann ich die Bomben kombinieren? Ohne Lunte und Feuer nützen die mir gar nichts. Okay. Ohne Lunte... Hey, Luko! Was ist? Du willst den Lauf der Dinge stoppen? Dann stopp erstmal das! Halt! Was tust du? Nein! Oh, schnell weg hier! Ups, wir haben jetzt mit dem Kuhfuß die Rohre zertrennt und jetzt ist der Luko begraben unter einem Haufen ekligem Teer. Das geschieht ihm recht. Ja, ich wollte das nur noch mal kurz angucken. Dazu musst du eigentlich nicht runtergehen, Sedwick. Nicht, dass du noch stecken bleibst. Es ist dieselbe zähe Flüssigkeit, die der blauen Gestalt aus dem Mundwinkel geronnen kam. Ein widerliches Zeug. Was hat es nur damit auf sich? Ich weiß auch nicht. Wir gehen oben raus. Gucken mal, ob es den Astronomen noch gibt. Du Törichter! Komm sofort zurück! Lauf. Sedwick, du hast dich befreien können. Ach, du meinst, ich habe mal was richtig gemacht? Kann doch nicht sein. Lass es gut sein und hilf mir bitte. Die Askiel waren nicht gerade zimperlich mit mir. Die Fesseln schneiden mir in die Haut und mich juckt es schon seit Ewigkeiten am allerwertesten. Ja, dann schneiden wir ihn lieber mal schnell los, bevor wir ihm am Hintern kratzen müssen. Es sieht nicht so aus, als würde er mir für die Aktion gratulieren wollen. Gib es auf! Der Knoten ist zu fest! Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Dann vielleicht nochmal mit dem Kuhfuß. Ich sollte ihn vielleicht erst einmal losschneiden. Das finde ich aber auch. Ja, ich probier's doch. Trichter. Ich nehme nicht an, dass der Trichter scharf genug ist. Lichtstrahl, Teleskop, Tubus. Aha. Ich habe eine ganz andere Idee.
Lichtstrahl durch eine Linse geworfen, zumindest Sonnenlicht, brennt sich durchs Seil durch. Sollte doch gehen. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Kann er das nicht irgendwie verschieben, Tubus? Nein, ich bin zu schwach, um es wieder in Position zu bringen. Ach, Sedwick. Lichtstrahl ablenken auch vielleicht? Auch bei Licht betrachtet sieht meine Situation alles andere als rosig aus. Was soll ich machen? Es abhorchen? Hey, was tust du denn da? Das ist ein hochsensibles Instrument. Halt die Klappe. Halte dich. Das war ganz schön herzlos. Oh. So, dann versuchen wir es mit der der Scherbe in Lichtstrahl. Auf diese Weise könnte ich das Licht bündeln. Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Das sollst du jetzt tun, nicht im Hinterkopf behalten. Muss ich das erst irgendwie kombinieren? Mir wird ganz schwindelig, wenn ich bedenke, was für viele tolle Sachen man mit so einem famosen Hörrohr anstellen kann. Aber nicht das. Habe ich nicht schon genug Scherben verursacht? Ach so, ich könnte natürlich auch einfach recht viel mehr Scherbe des Seil durchschneiden. Warte, ich schneide dich los. Sei aber bitte vorsichtig. Hab ich ein bisschen zu kompliziert gedacht. Au! Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Oh, nichts. Nur ein Krampf. Gut. Das Seil nehmen wir mit. Und jetzt? Ach, Sedwick, hast du immer noch nicht aufgegeben? Ich bin jetzt auch ein Asgil, ja. Und ich habe Luko besiegt. Ich bin jetzt auch ein Asgil. Oh je, Sedwick. Ausgerechnet du bist ein Kollaborateur. Und was machst du so als Asgil? Nun ja, ich bin gewissermaßen... Ein Krieger? Naja... Vielleicht ein Chaski? Ich bin der Clown, okay? Nur der Clown für alle Zeiten. Ha, das hast du dir wohl anders vorgestellt, hm? Ich habe Luko besiegt. Da wäre ich mir nicht so sicher, Sedwick. Luko ist mächtiger, als du denkst. Und der Stillstand ist sein Element. Solange die Zeit stillsteht, ist er so gut wie unbesiegbar. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die Lage war noch nie so aussichtslos. Was schlägst du vor? Ach, ich fand, die Lage war für 5 Minuten eine aussichtslose. Wir sollten alles so lassen, wie es ist. Ich will nicht, dass die Welt untergeht. Oder wir bringen die Zeit wieder zum Laufen, auch wenn das heißt, dass die Welt untergeht. Ich würde sagen, ersteres dann mal. Wir bringen die Zeit wieder zum Laufen, auch wenn das heißt, dass die Welt untergeht. Ein mutiger Entschluss. Damit übernimmst du eine große Verantwortung. Ist es die richtige Entscheidung? Das kann ich dir nicht sagen, Sedwick. Aber wenn es das ist, was du willst, dann hast du meine volle Unterstützung. Ich wünschte nur, ich könnte dir irgendwie helfen. Hast du eine Idee, wie ich die Zeit wieder zum Laufen bringen kann? Ich sehe keine Möglichkeit. Solange diese steinerne Gestalt den Mechanismus blockiert. Also, die müssen wir dann wohl zerstören. Vielleicht könnte der König uns retten. Dazu müssten wir erst einmal zu ihm kommen. Aber das geht nicht, solange der Brunnen nicht läuft. Und dann müsste man das Wasser des Lebens zum König bringen. Und das, bevor die Welten kollabieren. Kurz, es ist unmöglich. Mir fällt schon noch was ein. Ich wüsste nicht, was. Doch, das Ding zerstören, damit dann der Brunnen wieder in Gang geht und wir dann zum König gehen können. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das genau tun wollen. Können wir vielleicht jetzt in das zerstörte Teleskop das Ding reinstecken? Ich weiß nicht warum, ich will irgendwie das Hörrohr ins Teleskop stecken. Das ließe sich da schon ganz gut hineinquetschen. Aber warum sollte ich das tun? Weil, keine Ahnung, wir müssen irgendwie das Ding abschießen. Abschießen.
Kanonen. Bomben. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich... Weil? Das wäre gar keine schlechte Lunte. Das Einzige, was fehlt, ist ein wenig Petroleumsuppe. Aber wir haben doch... Moment. Ölschacht. Geht Öl? Na, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht der Teer von draußen. Ich probiere es erstmal damit. Gute Idee. Das Öl aus dem Tank dürfte ein adäquater Ersatz für Opas Petroleumsuppe sein. Gut. Dann haben wir jetzt Salz mit Öl. Das machen wir jetzt an die Bombe. Ja, das ist als Lunte genau das Richtige. Und die müssen wir jetzt... Die Idee geht schon in die richtige Richtung. Aber wie genau stelle ich das an? Ja, wir müssen irgendwie die Bomben auf das Ding schießen. Und ich denke mal, als Kanone könnte das Teleskop jetzt dienen. Oha, es sieht tatsächlich so aus, als hätte ich alle Komponenten für meinen Kanonenrohrtrick zusammen. So, und nun? Tja, der gute Kanonenrohrtrick, den hatten wir doch schon mal. Hörrohr noch dazu? Das ist ja dieser Pfropfen. Und dann müssen wir das Ganze entzünden. Wir haben ja leider unseren Feuerspot nicht mehr. Und dann probieren wir vielleicht das nochmal mit der Scherbe und dem Lichtstrahl. Auf diese Weise könnte ich das Licht bündeln. Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Nein, hier fehlt nur noch die Munition. Ja, wie, hier fehlt noch die Munition? Wir haben die doch gerade reingeworfen. Hä? Och, Sedwick. Meine Kanone ist bereits ausgerichtet. Okay. Ein letzter Lichtstrahl in einer Welt ohne Hoffnung. Was habe ich nur getan? Kann er das jetzt was... Hä? Was will er denn noch? Nein, hier wird... Da drauf richten? Nee, ich glaube nicht. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich bezweifle stark, dass ich dieses Ding mit einer einfachen Glasscherbe verletzen kann. Da brauche ich schon etwas mehr Wumms. Ach Mensch. Ich weiß nicht, was er jetzt noch haben will. Jetzt fehlt nur noch die Munition. Besonders, weil wir die ja jetzt reingeworfen haben. Das ist doch jetzt ein bisschen blöd. Wir haben die Bomben schon rein. Vielleicht hätte ich die erst das Ding da drauf setzen müssen, aber das, ich meine, der macht ja nichts, was man nicht, also in der falschen Reihenfolge. Man kann sich ja hier nichts verbauen in so einem Point-and-Click-Adventure. Ich verstehe es nicht. Auch bei Licht betrachtet sieht meine Situation alles andere als rosig aus. Himmel, ich wage kaum zu atmen, als könnte ich ihn dadurch aus Versehen verscheuchen. Ja, nee, vergiss es. Tja.